Sag mal, AfD im Bundestag, was sagst du dazu? Finde ich geil. Findest du? Finde ich gut. Ey, warum? Was werden die anders machen? Ja, dann kommt endlich mal Action in der Politik. Ja. Dann müssen die ganzen Sesselfurz eigentlich mal für ihr Geld wirklich mal arbeiten. Ich kann es aber verstehen, warum. Warum? Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass die Regierung, die sie über 4, 5, 10 Jahre gewählt haben, sich nicht um die eigenen Leute kümmert, wie Trump immer sagt, America first, dann ist ihnen auch egal, wer dann kommt. Die wollen jemanden haben, der sie rächt. Und dann ist diesen Menschen egal. Und genau das passiert. Seid ihr da stolz mit Deutschlandflagge? Meinst du, dass wir in Kongo 10 Millionen Deutsche haben wollen, die im Grunde genommen sagen, wir sind das zweite Südafrika? Meinst du, wir haben da Bock drauf? Nö. Der Kongolese sagt auch, ey, hör mal, das wird aber langsam mal ein bisschen viel hier. Ich sehe überall nur Weiße. Das ist normal. Herzlich willkommen, 453 Grad. Heute zum ersten Mal donnerstags. Wir starten voll durch. Warum eigentlich donnerstags? Ich weiß es wirklich nicht. Und ansonsten hat sich auch nichts verändert. Also heute schon, heute haben wir einen Gast da. Ja, aber ich beam mich mal rüber. So, haben wir einen Beamer da? Alles klar, ich muss mich vorbereiten und dann gehen wir mal rüber. Serge Menger, herzlich willkommen. Hi. Wobei du gesagt hast, Sergej, soll ich dich nennen? Sergej, ja. Sergej. Sergej klingt gut. Ja, ist das Serge, Sergej? Serge ist vom Französisch und Sergej Russisch. Ja. Sehr bekannt, ja. Ja. Passt. Und die Franzosen und Russen, die verstehen sich ja sowieso gut. Ja, vor allem dieses Serge, ja. die Sprache der Liebe, Französisch hat nicht jeder drauf. Also ja. Sergej ist etwas härter. Ja. Wie es halt auch in der Politik ist, ne? Genau so ist es. Serge. Also, aber welchen willst du denn jetzt, den harten oder den weichen? Serge oder Sergej? Heute bin ich hart drauf. Lass heute, hart okay, ja, Sergej, ja, genau. Sergej. Ja, Dann, du bist jetzt unser Gast. Was mir eben aufgefallen ist, wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Von daher steige ich mal direkt ein. Normalerweise kennst du das ja. Man macht erstmal so ein bisschen lockere Fragen und dann kommen die harten Fragen. Ich würde sagen, wenn wir hart machen wollen, legen wir direkt los. Ohne Vorspiel sofort starten. Genau. Vorspiel brauchen wir nicht. Letzte Woche hast du unsere Swingerclub-Sendung gesehen oder warum? Wie kommst du jetzt da drauf? Wir hatten ja letzte Woche so ein Swingerclub-Spezial. Ich habe mich erkundigt. Ja, ich habe viele Videos von dir gesehen. Ja, sehr schön. Genau. Sehr schön. Nee, aber im Ernst, Herrsch, du wirst der schwarze Nazi genannt. Richtig. Bist du ein schwarzer Nazi? Kann man das sein? Was ist denn ein Nazi? Also ein Neonazi würde ich jetzt. Ein Nazi kannst du ja nicht also sein. Also ich habe Neonschuhe extra angezogen, deshalb, weil ich wusste, das Wort Neonazi kommt. Ja. Ja. Ich bin alles, aber kein Nazi und auch kein Neonazi, sondern ich bin ein Menschenfreund, der polarisiert, der kritisch ist und auch der wirklich auch provoziert und versucht, die Menschen ein bisschen daran zu erinnern, dass wir alle eine Gehirnmasse haben, die wir benutzen sollten. Ja. Aber mir ist eben aufgefallen, du hast ja vor der Maske, wir haben ja hier auch im Hintergrund eine Maskendame, da hast du ja gesagt, mach mich schön, kannst du mich weiß machen oder kannst du mir blaue Augen machen? Ja. Was hat das damit auf sich? Ich finde, schwarz ist auch schön. Ja, aber überleg dir doch mal, du hast da ein maximal pigmentierter mit blauen Augen, ist das nicht sexy? Das ist doch geil. Ansichtssache, oder? Also ich fände sogar super, wenn die Menschen die Möglichkeit hätten, immer dann, wenn sie wollen, ihre Hautfarbe zu verändern, wegen Rassismus. Ja. Ja. Das wäre natürlich sensationell. Das würde ja einiges verhindern. Stell dir mal vor, du würdest sagen, Serge Menger sitzt und ich wäre komplett weiß und blaue Augen. Das wäre doch krass, oder? Ja. Ja, dann würdest du wahrscheinlich, dann wärst du der weiße Nazi. Dann wäre ich der weiße Nazi. Dann hättest du ein richtiges Problem. Beliebteste Wort momentan in der Bundesrepublik, Nazi. Ja. Sag mal, AfD im Bundestag, was sagst du dazu? Finde ich geil. Findest du? Finde ich gut. Ey, warum? Was werden die anders machen? Ja, dann kommt endlich mal Action in der Politik. Ja. Dann müssen die ganzen Sesselfurz eigentlich mal für ihr Geld wirklich mal arbeiten. Meinst du, das macht die AfD wirklich? Oder werden die jetzt auch gemütlich, weil sie jetzt damit, da drin damit sitzen? Damit meine ich nicht die AfD, sondern die anderen. Ja, im Grunde genommen die etablierten Parteien, die ja jahrelang immer gesagt haben, wir machen und jetzt müssen die richtig arbeiten. Ja. Nein, denn die Prozente bei der SPD waren ja wirklich beschissen, ja. Und jetzt müssen die auch ein bisschen was tun. Das ist gut. Mhm. Du warst ja auch bei der AfD. Du hast ja bei der AfD auch eine Rede gehalten. Richtig. Ne? Warum hast du das getan? Ich bin ein Freund des Dialogs, ich bin Gegenspaltung. Ich komme selbst aus einem Land, Demokratische Republik Kongo, war damals belgisch, ja, belgische Kolonie. Und ich habe miterleben dürfen, was Spaltung mit einem Land machen kann. Weshalb ich ja heute hier sitzen darf und mit dir ein Interview machen, weil ich ja damals als Flüchtling nach Deutschland gekommen bin. Spaltet die AfD nicht Deutschland? Jein. Ich würde sagen, sowohl als auch, aber ich sag mal andersrum.
wenn die AfD denn spalten würde dann, und so negativ wäre, wie kann es denn sein, dass mehrere Millionen Bürger in Deutschland sich über die AfD freuen? Es sind ja vermehrt auch sehr viele, wenn man sich die geografische Wahlergebnisse, wenn man sich das anschaut, vermehrt aus Ostdeutschland. Also man könnte da ja auch eine, und Bayern, man könnte da ja auch eine gewisse Spaltung erkennen. Sagst du jetzt also gerade, dass die Ossis alle Nazis sind? Nein, überhaupt nicht. Nee, ich habe ja auch nicht gesagt, dass die AfD die Nazis sind. Ja, also ich sag mal so. Siehst du, jetzt hast du aber selber gedacht, dass sie Nazis sind. Ja, ich muss gucken, wo ich bei dir dran bin. Also, ja, du. Also, Nein, also es ist definitiv so. Dem Osten wurde vieles versprochen, was nicht eingehalten worden ist. Ja? Unsere Politiker reden immer gerne von Integration. Die Integration hat hier in Deutschland zwischen Ost und West auch noch nicht wirklich stattgefunden. Ja? Und dass diese Leute dann sich im Grunde genommen, würden jetzt einige Politiker sagen, als Verlierer ja, des Volkes sehen, würde ich nicht sagen, sondern die Menschen haben einfach gemerkt, wenn wir keinen Punkt setzen, dann wird es die Politik für uns nicht tun. Und die Backpfeife sitzt, die AfD ist im Bundestag und das muss gearbeitet werden. Mhm. Gut, jetzt haben wir nochmal natürlich, wenn man jetzt sagt, wenn wir über Spalten und so weiter sprechen, die AfD, was sagst du, wenn ich dir sage, es gab ja auch das Wort, hast du selber, glaube ich, benutzt, Quotenneger? Ja, bin ich doch, bist du Neger? Ja. Ich bin auch schwarz. Ich bin ein richtiger Neger. Ja gut, dann bin ich ein halber. Würdest du das hinnehmen? Warst du der Quotenneger der AfD mit dieser Rede? Oder hat die AfD dich benutzt? Nein, die AfD hat mich nicht benutzt. Ein Serge Menger lässt sich nicht benutzen. Alles, was bei der Presse Schwarte aus Essen ist, meine eigene Erfindung. Quotenneger ist meine eigene Erfindung, außer schwarzer Nazi, Kokun und sowas. Das haben die Leute für sie selber gemacht. Warum rede ich so? Wenn ich über Dialog spreche, dann möchte ich mich nicht mit Dummheiten auseinandersetzen zu müssen, dass einer meint, der könnte mich mit dem Wort Neger beleidigen. Das funktioniert bei mir nicht. Denn Neger kommt von Negro. Negro bedeutet Dunkelhaut. Okay, das wissen einige Leute da draußen nicht. Und deshalb hat er gesagt, pass auf, wenn die schon der Meinung sind, dass ihr mich sowieso manipuliert, dann geben wir der Presse, was sie brauchen. Gibt es denn mehr? Er hat gesagt, schreibt drauf, der Schwarz aus Essen kommt als Quotenneger. Perfekt. Und da hast du dann quasi die Presse benutzt? Oder ich habe der Presse gezeigt, dass das, was die können, dass sie es besser kann. Ja. Aber hast du nicht das Gefühl, wenn du jetzt bei so einer AfD-Geschichte, da jetzt bei dieser Rede, da waren ja nicht viele AfD-Leute, da waren ja mehr Gegendemonstranten als AfD-Zuhörer. Ja, genau, weil davor ja schon bei der Demo ja schon sowas von Unruhen waren und mit Schlägereien, die Leute wollten lieber zu Hause bleiben. Ja, aber sind wir da nicht wieder beim Punkt Spaltung? Und sind wir nicht da auch wieder bei einem Punkt, wo man sagt, du meintest ja eben, Millionen Deutsche haben die AfD gewählt, aber es gibt, glaube ich, wenn eine AfD-Demo oder eine rechte, vergiss mal die AfD, sagen wir mal, wenn eine Demo stattfindet, die in einen rechten Bereich geht, sind wir nicht mehr Gegendemonstranten da. Wir wissen ja, dass wir die lieben Antifanten haben. Ja, ich nenne die immer Antifanten, weil ich es immer lustig finde, dass sie mal gegen Rassismus auftreten und immer behaupten, die möchten jetzt was besser machen, obwohl diejenigen sind, die im Grunde genommen auch ein Pulverfass zustande kommen lassen. Wenn wir über Spaltung sprechen, muss man sich auch mal die Frage stellen, wie konnte denn ein Protagonist wie die AfD überhaupt auftreten? Wo kommen die her? Durch die Unzufriedenheit in der Bevölkerung hat unser eigenes Establishment, ja, die etablierten Parteien, ja, die AfD überhaupt möglich gemacht. Ja, die AfD ist laut deutscher Grundsätze und im Grunde genommen unserer Demokratie zugelassen. So, dann muss man sich vorstellen, warum lässt das Establishment zu, dass eine AfD entsteht, damit die nachher als rechte Partei und Nazi-Partei stigmatisieren können. Da sollten die Leute mal drüber nachdenken. Hm. Und welches Verhältnis hast du jetzt zu denen? Hast du ein politisches Verhältnis zu denen? Gibt es da Kontakte? Gar nicht. Nö. Ja. Also Kontakte, klar, man kennt sich. Na, hey, da kommt wieder der Schwarz aus Essen und hey, da kommt der AfD-Mann. Aber dass ich jetzt sage, dass ich in eine Parteizentrale sitze und man sich per Du ist, nein, das nicht. Damals war es so, dass ich am Anfang dieser ganzen Sache wirklich drüber nachgedacht habe, auch mal mit der AfD zusammenzuarbeiten. Da mache ich keinen Hehl raus. Habe es aber nicht getan, denn es hieß dann, den nehmen wir nur als Fördermitglied erstmal 6 Monate warten und das ging dann nicht. Also bei mir war klar, entweder zusammen 100% oder gar nicht und dann hätte ich genauso geredet wie jetzt auch. Hätte man dich dann vielleicht sogar, die Frage ist, wollte man dich dann vielleicht tatsächlich als Quotenneger nur drin haben und dann wieder weg? Also ich sag mal so, dass Politik ist ja ein Big Business, ja. Politik ist ja eine ganz, ganz große Show und da geht es immer darum, was bringt mir irgendwas, warum hat man einen Schulz genommen, den hat man auch vom Karren gespannt und dass eine AfD sagt, hör mal zu, wir möchten dieses Nazi-Rassisten-Image nicht haben und der Junge würde gut zu uns passen, ist doch verständlich. Mhm. Ne? Aber ich hätte immer noch Ja oder Nein sagen müssen und ich war derjenige, der im Nachhinein Nein gesagt hat. Ja, das Problem ist natürlich auch, der Gauland würde nicht dein Nachbar sein wollen, ne?
Oh, ich glaube schon. Meinst du? Ich glaube schon. Weil ich meine, der hat, man redet ja bei der AfD von Integration und ja, so weiter. Ja. Ne? Der hat es aber anders gemeint. Wie hat man das muss es mal anders sehen. Wie hat er das Stell gemacht? Dir jetzt mal vor, du hast einen richtig schönen, leckeren Typen da, wie ein Boateng, groß, ja. Den will doch jeder als Nachbarn haben. Ja, jetzt kommt's. Mehrere Millionen, fängt dicke Karren. Gut integriert, ich glaub, deutscher Weltmeister. Genau, ich glaub, also mehr kann man nicht machen. Ich glaube, bei dem Nachbarn, der vielleicht keinen Sixpack hat, da schon ein bisschen neidisch also sein du könnte. Du hast ja jetzt keinen. Also ich habe jetzt keinen. Also würdest du nicht als Nachbarn also ich kommen. Würde schon mal nicht als Nachbar in Frage ja. kommen. Aber ist das dann nicht komisch, wenn du dann als Nachbar mit denen irgendwann im Bundestag sitzen solltest? Nö, wieso? Der Dialog ist doch möglich. Also ist dann noch möglich, wenn er dich schon ausschließt aufgrund... Tut er ja nicht. Er hat, ganz ehrlich schon. Gesagt, dass nicht jeder ein Boateng als Nachbar haben möchte. Ist ja auch ehrlich. Ist ja auch ist so. Ehrlich. Wollen wir mal ehrlich sein. Ja, also, ja. Es ist ja auch, es gibt ja auch Statistiken darüber, dass es auch schwierig geworden ist, als dunkler Mensch, ob jetzt schwarz oder Karamell oder Schoko oder was auch immer. Oder so wie du, genau. So meine ich ja, ne? Karamell hier, weil ne? Du kannst oder, auch ein Terrorist sein zum ja, Beispiel. Genau. Ja? Genau. Ne? Wer weiß, vielleicht bin ich es ja, ne? Nee, nee, bitte kann nicht. Ja, kann ja sehr gut sein. Ne? Ja. Aber das ist ja die Frage. Also, er hat sich schon dann distanziert. Also ich habe mich distanziert, also ich würde mich jetzt nicht mehr mit dem einlassen. Also ich sag mal so, in dem Moment, wo ich mich nicht mehr mit dem einlassen würde, würde Folgendes passieren, dass ich ja selber auch den Dialog gar nicht zulasse. Wir sehen doch, was momentan in dieser Welt passiert, dass die Menschen wirklich auseinanderdriften. Also gibt es zwei Möglichkeiten. Wir suchen den Dialog, auch wenn es unangenehm ist, so dass man auf einen Konsens kommt. Oder wir lassen den Dialog gar nicht zu und die Leute gehen einander irgendwann mal auf eine Gurgel. Und ich möchte da nicht derjenige sein, der angegriffen wird, weil man meint, der ist auch von Lampedusa gekommen, der ist ein Frauengrabscher, Drogenhändler, den packen wir zuerst. Weil hier steht nicht drauf, Serge Menger, I love Germany, Germany first. Genau, da sind wir jetzt an einem empfindlichen Punkt. Aber dieses Bild stellt eine Partei wie die AfD aber in der Gesellschaft dar. Stellt sie das dar oder möchte man das so hinnehmen? Nee, sie stellt also, das ich so sag dar. Mal wenn zum auf Beispiel, Parteiplakaten steht, wir wollen wieder mehr Deutschland, wir holen uns unser Deutschland zurück kann und so weiter. Kann ich verstehen. Ja, aber ich hab denen doch das Deutschland nie weggenommen. Du doch nein, auch nicht. Nein, das sagen die aber nicht. Aber stell doch, dir sie sagen, wir holen uns unser Deutschland zurück. Wovon denn? Woher denn zurück? Also, was die da, was ich sag mal, ich interpretiere das von meiner Seite. Was die AfD damit meint, wir holen uns unser Deutschland zurück, ist, dass die AfD meiner Meinung nach möchte, dass es wieder gilt, dass man sich erstmal um sein eigenes Haus kümmert. Es ist ja nicht so, dass wir in Deutschland keine Probleme haben. Dieses Land ist reich, ja. Wir haben Kinderarmut. Wir haben Rentner ohne Ende, die im Grunde mit ihren Geldern nicht klarkommen. Kita, Katastrophe. Absolut, aber die ne? hatten wir ja vor, diese Problematiken hatten wir ja vor 10 Jahren auch schon, bevor die Flüchtlinge gekommen sind. Richtig, natürlich nicht. Also dem kann Moment, es ja nicht alles an den Flüchtlingen. Du hast ja gerade was eine Sache angesprochen. Die wollten die eine Serge Menger vom Karren spannen oder nicht? Natürlich hat die AfD die Flüchtlingsthematik auch vom Karren gespannt, wenn man so will. Denn man muss ja auch polarisieren, damit man irgendwo ankommt. Das haben die definitiv gemacht. Trotz all dem bin ich der Meinung, selbst wenn die AfD gesagt hätte, wir sind komplett gegen Ausländer, die müssen alle Deutschland verlassen. Trotzdem muss man den Dialog suchen. Denn sucht man nicht den Dialog, passiert genau das, was CDU und SPD und CSU merken müssen. Es gibt Ohrfeigen. Weil, ganz ehrlich, mir ist doch ein Gauland, eine Alice Weidel, Frau Storch oder Petri, du eigentlich scheißegal. Weißt du, wer mir wichtig ist? Mein Nachbar, der vielleicht um die Ecke wohnt, der sagt, Serge, ich habe AfD gewählt. Soll ich ihn nicht mehr grüßen? Nee, das hat damit, genau. Das ist recht. Die Spaltung, ja. von der ich ja. spreche. Aber das macht das dein Verhältnis schwieriger? Weil ich meine, es ist ja so, wenn du natürlich in der Bahn sitzt und du spürst jetzt wahrscheinlich vermehrt Blicke, oder nicht, seit ein paar Jahren? Also ich lache sehr viel, also meine Zähne sind immer, ja, die strahlen immer. Ja. Die Leute strahlen dann auch wieder zurück, ja. Das merke ich nicht. Was ich bei den Leuten natürlich schon merke, ja. ist, dass gerade bei Frauen sie vorsichtiger geworden sind. Das hat aber mit der AfD nichts zu tun. Da muss man Mr. Media sagen, die eben die ganze Zeit auch in Zeitungen und auch in Reportagen zeigen, wie viele Frauen irgendwo sonst wie angegriffen worden sind. Du liest ja andauernd. Mhm. Das hat doch nee, man liest nur noch darüber, wenn Flüchtlinge Täter waren. Genau so ist sonst es. Liest du ja gar so, nichts. Und das ist ja nicht so, dass es eine Erfindung der AfD ist. Mhm. Ja, da sollten sich mal die ganzen Medien und Funkegruppen, wie die alle heißen, keine Ahnung, à la Zorros oder wie die alle heißen, man hört ja so viel Verschwörungstheorien, bestimmt, weiß ich nicht, da sollten die sich mal überlegen, woher kommt das? Also, die Medien haben ja die AfD ja mit groß gemacht. Mhm. Na, und deshalb sind wir hingegangen und haben gesagt, ich möchte nicht als schwarzer Nazi gelten und ich habe eine provokative Partei gegründet, das Haus Deutschland. Gemeinsam zu Hause. Ja, da reden wir gleich drüber, genau. Aber ich würde sagen, wir schauen uns mal jetzt mal einmal ein Video von dir an, was mich so ein bisschen beeindruckt hat. Ja. Was? Was willst du? Was willst du? Du kannst gar nichts machen, Junge. Du kannst gar nichts machen. Hast du nicht heute gelesen in der Zeitung?
Ja, da haben ein paar, fünf Mann, randalierende fünf Leute, haben eine Frau vom Fahrrad getreten. Letztes Mal auch, da haben die eine Frau, ja, in der U-Bahn-Station die Treppe runtergeschubst. Was willst du machen? Polizei? Die Polizei kann nichts machen. Die Polizei kommt, die macht eine Anzeige. Eure Gesetze kennen wir bereits. Die Polizei kommt, macht eine Anzeige, da wir sowieso kein Geld haben. Wir sind als Flüchtlinge hier, ja, aber wir haben Anwälte, die erzählen uns alles, was hier so alles geht und was nicht geht. Ja, kann die Polizei nichts machen. Was für eine Strafe. Zurückschicken nach Hause? Geht auch nicht. Wie soll das denn gehen? Bei uns ist ein unsicheres Herkunftsland. Geht nicht. Ja, hey, das, was ich hier an Geld bekomme, jeden Monat, 328 Euro. Manche Kollegen sogar nebenbei ein bisschen arbeiten. Ja, zack, 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 ein bisschen Geschäfte machen, tschab, tschada. Ja, das wenn die nicht in meiner Heimat, nicht mal im Monat. Was wollt ihr denn? Ich habe mit euren Gesetzen nichts zu tun. Warum? Ich habe eine ganz andere Religion, ganz andere Mentalität, ganz andere Kultur. Eure Gesetze gelten doch gar nicht. Das ist für euch gemacht. Ihr habt doch sowieso keine Eier. Eure Männer haben keine Eier. Eure Polizei kann, die können nichts machen. Ich kann die anspucken. Puh, die können gar nichts machen. Ja? Ich kann hingehen, jemand hier kaputt schlagen. Die können nichts machen. Ja? Was willst du machen? Was willst du machen? Du hast in deinem ganz eigenes Land gar nichts zu sagen. Eure Politiker, ach, bla 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 bla. Die reden, reden, reden. Wie kann das sein, dass du in deinem eigenen Land, ja, du hast die ganze Jahre, bist du, keine Ahnung, wie alt geworden bist, gearbeitet. Jetzt musst du sogar Flaschen sammeln gehen, damit du klarkommst. Und eure Politiker reden, 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 wollen alles besser machen. Ja? Die haben keine Eier. Die haben keine Eier, eure Leute. Jetzt sind die Wahlen, deutsche Bürger beschweren, 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 beschweren. Und dann ganz schnell alles vergessen. Ich bin gekommen, ich gehe nicht mehr zurück. Egal was. Selbst wenn die sagen, Zeit ist zurückzugehen, ey, ich gehe anderes Land, andere Grenze, komm noch mal rein. Ja? Du hast doch gesehen, Bundeswehrsoldat, ja? Hat sogar Fingerabdruck gemacht, haben die nicht mal gemerkt, dass er Deutsch ist. Der ist Deutsch, hat keiner gemerkt. Ja? Was machen, was machen? Hm? Was wollt ihr machen? Wir scheißen auf eure Gesetze, wir scheißen auf eure Kultur, wir scheißen auf eure Mentalität, wir scheißen auf eure Polizei, eure Richter haben keine Eier, ja, wir packen eure Frauen an, ja, wir machen, was wir wollen, schubsen, treten, spucken, puh. Was wollt ihr machen? Was machen? Scheißegal, ich bin gekommen, ich bleib hier. Frankreich schon vorbei, Belgien vorbei, Holland sowieso vorbei. Jetzt Deutschland dran? Serge, wer ist wir? Was ist da los? Wer ist wir? Also, dieses Video ist viral abgegangen in ganz Europa, hat sich Morddrohungen bekommen, weil die Leute eine Sache heutzutage nicht mehr machen. Sie schauen sich ein Video an, sie lesen aber nicht, was dazu steht. Dieses Video ist aus einem Zusammenhang rausgenommen worden, das im Grunde genommen, in Köln oder in Köln irgendwo, steht auch da bei dem Video dabei auf meiner Seite, ist eine Gruppe von afghanischen Männern seit über 2 Jahren dabei gewesen, wirklich den ganzen Ort zu terrorisieren. Ja, die Polizei ist machtlos, ja, die besaufen sich jedes Wochenende, gehen auf die Straße, begrapschen, haben an dem Tag auch, wo die Meldung kam, haben die eine Frau vom Fahrrad getreten, die sich verletzt hat und so weiter. Und dann habe ich gesagt, zu Hause gedacht, okay, das kann man nie so stehen lassen, weil der deutsche Bürger, der Michel da draußen, fühlt sich hilflos. Denn als Mensch hätte es auch meine Frau sein können. Der Polizist, der auf der Straße ist und der nach Hause kommt, sich überlegt, was für ein Scheißjob habe ich Mensch angetan. Dass solche Leute mich auslachen, weil die genau wissen, das sind alles Menschen. Und ich bin in einer Rolle geschlüpft, um genau den, weil viele gesagt haben, wie können die das machen? Ich bin in dieser Rolle geschlüpft, nach meines Ermessen, um zu erklären, warum diese Menschen das machen können. Und es ist genau angekommen, wie ich es mir auch erwünscht habe. Aber meinst du nicht, dass sowas, du hast da jetzt eine Rolle eingenommen, aber genau das wird doch instrumentalisiert und ich bin mir sicher, dass ziemlich viele Menschen das oder auch ziemlich viele rechte Blogs und so weiter das genommen haben und gesagt haben, guck mal, so sind die Flüchtlinge. Und diejenigen, die in diesem Land für Aufruhr sorgen,
diejenigen, nicht alle, die in diesem Land für Aufruhr sorgen, aller Kriminalität, die sind genauso. Aber trotzdem kannst du ja nicht von wir sprechen. Das ist doch ein... Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Aber du hast es getan. Ich habe es getan, richtig. Denn wenn ich sage wir, muss man natürlich sagen, derjenige, der dann natürlich dann sagt, damit meint er die 100%, ja, da muss er schon dumm sein. Ja, aber das ist ja die Gefahr des Linken als auch des rechten Extremismus. Er ist zum Teil sehr dumm, egal ob links oder rechts. Ich sage dir Folgendes, selbst hätte ich gesagt, jemand, der etwas zum Negativen drehen möchte, findet immer eine Lösung. Wenn ich auf die Straße gehen würde, ich würde sagen, ich verteile 1 Million an Menschen. Gibt es immer noch Menschen, die das negativ sehen würden. Aber darum geht es ja gar nicht. Warum hast du nicht in dem Video gesagt, ihr Afghanen, die in Köln den Scheiß macht? Weil es ja nicht nur die drei sind. Ja? Also ich lebe in Essen. Man hört ja auch, was in unserer schönen Stadt Essen des Öfteren passiert. Rivalisierende Clans, ja. Exekution auf offener Straße. Ja, und. Und auch der Klassiker, die Schwarzen sind alle Drogendealer. Was sagst du denn dazu? Das ist natürlich definitiv falsch, ja. Aber das andere ist ja dann auch falsch. Weil man kann ja auch nicht sagen, alle Schwarzen sind Drogendealer. Ja, aber wie sollen wir das im Kontext bringen? Also ich müsste im Grunde genommen hingehen und sagen, das waren drei Afghanen, da waren es so und so viele Libanesen, da waren so und so viele deutsche Skinheads, da waren... Nee, weißt du, wie ich das angehen würde? Ich würde es umgekehrt angehen. Wie würdest du es machen? Es sind ungefähr 5% von den Menschen mit Migrationshintergrund, die ein Problem darstellen. Ja. Warum reden wir nicht über die 95%, die hier kein Problem darstellen? Über die reden wir auch. Wann? Ich habe Videos, in denen ich ganz klar auch sage, dass ich Flüchtlinge betreue, die auch, was Sachen BAMF angeht und Integration, unterstütze, begleite, die ganz, ganz große Fortschritte machen. Ich rede auch über türkische Kollegen, libanesischen Kollegen, die Muslime sind, die sich im Grunde genommen, was die Spaltung dieses Landes angeht, wirklich schlecht fühlen. Und ich bin derjenige, der sagt, hör mal zu, wir können nicht das Wort Islamisten benutzen, das geht gar nicht. Weil der Islam ist eine Religion. Was sagen wir denn, wenn es ein Christ ist, der ein Attentat wie jetzt in Las Vegas begangen hat? Dann ist es ein Amokläufer, ja? Der psychische Störung hatte. Ja? So. Ja, nee, aber es ist, dann ist es eine psychische, labile Person. Das ist kein Terrorismus. Also das heißt, Amoklauf, da sterben Menschen, ist kein Terrorismus. Ja, so reden die Medien, nicht ich. Das ist ja immer so. Wenn es ein Weißer ist, dann ist es ein Amoklauf. Vergiss die Medien. Die Medien sind nur dazu da, um zu manipulieren und zu polarisieren. Deswegen bin ich ja auch da. Genau, aber du bist anders, wir reden Klartext. Du hast vollkommen recht. Definitiv gibt es da draußen auch Menschen, die sagen, der Schwarte hat das gesagt und das ist für uns ein Grund, jetzt rauszugehen und alle Schwarten anzugreifen. Hätte ich es aber nicht so gemacht, würde ich heute wahrscheinlich vielleicht nicht hier sitzen und würde dieses Video nicht über 1 Million Klicks erhalten, wodurch auch diese ganzen Morddrohungen gekommen sind und wodurch dann auch die ganzen Zeitungen gekommen sind, um zu fragen, wie genau meinen sie das? Genauso wie du es jetzt auch tust. Ich entschuldige mich dafür, ja, bei denjenigen, ich hoffe, keiner von euch hat einen Baseballschläger auf den Kopf gekriegt, meinetwegen, ja, sonst ruf mich an, ich habe einen Anwalt, Geld habe ich nicht, aber einen Anwalt, das ist so, ja, manchmal macht man etwas aus dem Gefühl heraus, weil man genau dieses empfindet. Jetzt würden Politiker sagen, ja, aber Herr Menger, das war unanständig, das interessiert mich nicht, weil meine Aufgabe besteht doch darin zu sagen, ich möchte nicht derjenige, der irgendwann mal blutend auf dem Boden liegt. Und wenn einige davon, deine 5%, ja, meinen, die können in diesem Land tun, was sie wollen, bei einem Polizeiapparat, der sowieso schon fast brach liegt, ja, mit Millionen Überstunden, dann betrifft es mich und meine Familie genauso. Natürlich, selbstverständlich. Nur ist das der richtige Weg, wäre die Frage. Aber für mich der richtige Weg. Okay. Die nächste Geschichte ist natürlich, du hast ja auch, ich habe ein anderes Video von dir, wo du prahlst, dass du mit einer deutschen, mit einer Jacke auf der Straße warst. Mit einer Bundeswehrjacke, mit einer Deutschlandflagge. Ja, genau. Ist das ein Problem in Deutschland? Ich glaube das nicht. Das ist ein Problem in Deutschland, bei der Jugend nicht, aber bei den etwas älteren Deutschen schon, denn die möchten im Grunde genommen nicht an den Krieg erinnert werden. Berechtigt oder unberechtigt? Gesehen ihrer Generation mit allem Respekt berechtigt, denn wir haben Menschen, die den Krieg erlebt haben oder Ende davon und die einfach auch, wenn die jetzt eine Bundeswehrjacke sehen, denken, oh, das sind Bilder, die wieder hochkommen. Allerdings besteht meine Aufgabe auch darin, Brücken zu bauen. Meine größte Aufgabe bei dem, was ich tue, mich interessiert Landtag, Bundestag, ist mir scheißegal. Mir geht es darum, dieses Land mit zu entstigmatisieren. Ich möchte nicht, dass meine Kinder, egal ob deine, von wem auch die Kinder, dieses Fluch, der im Grunde genommen auf dieses Land seit Jahren schon aufgebüscht wird, à la Nazi, Nazi, Nazi,
dass auch die Generation, die null damit zu tun hat, ihr Leben lang damit zu kämpfen hat, das ist meine Aufgabe. Und wenn ich da rausgehe mit einer Bundeswehrjacke, zeige ich, ja, du darfst stolz auf dein Land sein und ja, du solltest auch deine Bundeswehr unterstützen, denn diese Leute sind ja für uns da. Der Meinung bin ich auch. Man darf durchaus sehr stolz auf Deutschland sein. Definitiv. Allerdings finde ich, man sollte auf gar keinen Fall die Generation, die nichts mit dem Krieg zu tun hat, sie sollten nicht damit zu kämpfen haben, aber sie sollten definitiv damit konfrontiert werden und sie sollten definitiv, und deswegen ist das für mich auch kein Mahnmal, kein Denkmal der Schande, sondern es ist ein Mahnmal, damit wir uns immer wieder daran erinnern, wozu oder in welche Richtung Rassismus führen kann. Und definitiv. Deswegen finde ich es sehr wichtig, dass die Jugendlichen damit konfrontiert definitiv, werden. Definitiv, definitiv. Bin ich vollkommen bei dir, genauso wie damals auch die Berge. Ja, in Deutschland, sagt man, sind, wenn wir es nur von den Juden sprechen, 6 Millionen gestorben. Im Kongo sind 15 Millionen, ja, durch die Belgier umgebracht worden. Davon hört man aber nichts. Ja, bis jetzt wird auch kein Geld bezahlt vom Kongo Wiedergutmachung, von Belgien Wiedergutmachung, was die Heimat angeht. Und das ist unfair. Wenn wir schon die Geschichte anprangern, dann ist auch egal, ob es Israel ist oder nicht. Israel ist in meinen Augen ein Land wie jedes andere auch. Scheiß auf Bilderberger, bla bla bla, den ganzen Blödsinn, Mensch ist Mensch. Ja. Dann muss man auch sagen, Deutschland hat einen Fehler gemacht. Der Krieg war da, es sind viele Menschen gestorben, nicht nur Juden, auch sehr viele Deutsche. Ja? Und irgendwann ist einfach mal gut. Hm. Gut ist es halt nicht, weil ich finde, man muss das in den Köpfen bewahren, was da definitiv passiert ist. Geschichte in der Schule, alles gut. Es sollte aber nicht so sein, dass der deutsche Michel das Gefühl hat, sobald er sich in sein Land beschwert, dass sofort die Nazi-Keule kommt. Sogar von der eigenen Regierung, die sagen, wir haben jetzt demnächst Nazis im Bundestag. Das ist eine Blamage. Ja gut, das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt ein bisschen fies sein will, ne, da haben wir jetzt natürlich... Du darfst fies sein, ich werde gleich auch fies sein. Man kann ja, wenn so ein bisschen ist, der Deutsche hat ja zweimal in der Geschichte, wurde er ja aufgerappelt, stolz zu sein und auf sein Land zu sein. Und das ist zweimal in einem Weltkrieg geändert. Stehen wir kurz vor dem Dritten Weltkrieg jetzt deswegen? Okay, ich gebe dir gleich eine Antwort. Aber wer glaubt denn, dass diese zwei Kriege, die in Deutschland stattgefunden haben, nur auf einen kleinen Mann namens Hitler und anders aufzubauen ist? Wenn ein Krieg, es war Hitler, der Polen zum Beispiel auf einmal angegriffen hat. Wenn ein Krieg stattfindet in der Größe, sind immer mehrere Leute auch dahinter, die daran mit profitieren. Ja. Die werden natürlich nicht genannt. Ob wir kurz vor einem Dritten... Ja gut, aber es war ja der Auslöser, war Hitler. Und definitiv. Im Ersten Weltkrieg war der Auslöser Deutschland. Ja, den hat man nach vorne geschoben. Hinten waren andere Leute. Ne? Ja. Das wissen wir alle, kann man nachlesen. Ne? Also, ein dritter Weltkrieg, wir sind schon kurz davor. Also, wenn Trump... Da sind wir schon mittendrin. Ja, also eigentlich, da gebe ich dir vollkommen recht. Wir sind eigentlich schon mittendrin, aber noch nicht spürbar genug für alle Menschen. Ja, wenn ein Trumpy vielleicht mal... Solange wir es hier noch nicht spüren, ist es... Genau so ist es. Und wenn ein Trumpy mal eines Tages aufstehen sollte, weil seine Frau ihm in der Nacht nicht das geben konnte, was er will, kann es sein, dass er dann mit dem anderen wieder in Korea loslegt. Ja, wir sind kurz davor. Ne? Und das aber das kann, glaube ich, nicht passieren, weil der Trump, wenn die Frau dann nicht da ist, der hat ganz viele andere, glaube ich. Ja, das stimmt. Der begrabt die auch gerne. Ja, aber ja. Der ist nicht auf seine Frau angewiesen. Ja, also ist doch krass, ne, dass so ein Typ Präsident werden kann. Wahnsinn. Und mich nennt man schwarzer Nazi, weil ich mich für Deutschland einsetze. Die AfD mag den. Ja, ist doch klar, dass die AfD den mag. Weißt du warum? Warum? Der redet Klartext. Redet der Klartext oder redet der Bullshit? Der redet viel Bullshit, aber für ihn ist das Klartext. Ja, aber ja. Es ist viel Bullshit. Ja, mag ja Bullshit sein, aber ist so wie er ist. Ich wünsche mir Politiker in diesem Land, die authentisch sind. Gut, aber du hast eben noch gesagt, du möchtest dafür sorgen, dass die Spaltungen ein Ende haben. Donald Trump ist der Präsident, der dafür gesorgt hat, dass das erste Mal nach US-Wahlen nach langer, langer Zeit Menschen sich auf der Straße geschlagen haben aufgrund der US-Präsidentschaftswahl. Er hat also nicht für deinen Traum gesorgt, quasi die Menschen zusammenzubringen. Da kommen wir aber wieder zum Punkt zurück. Für mich ist Donald Trump nicht repräsentativ für all seine Wähler. Warum haben die Menschen ihn gewählt? Da muss man hingucken. Warum hast du den gewählt, der erzählt, alle Muslime raus, Brücke? Dialog. Wir kommen immer wieder auf demselben Punkt zurück. Wenn wir mit diesen Menschen nicht sprechen, dann haben wir genau das, was du gerade gefragt hast, bald einen dritten Krieg. Du hast ja gesehen, so beschreibt Trump ja auch ist, er hat ja Korea jetzt einen Dialog angeboten. So verrückt ist er nicht. Na gut, müssen wir mal abwarten. Ich würde sagen, wir gucken uns mal noch ein Video von dir an und dann gucken wir mal. Weshalb ich ja auch überhaupt im Mittelpunkt getreten bin, nicht nochmal passiert. Und ich sage einfach, Jungs, ihr habt einen guten Job gemacht. Ihr habt leider einen Job, bei dem ihr immer die Buhmänner sein werdet. Das ist leider so. Ihr seid immer die schwarzen Schafe, ja?
kann ich auch passend zu meiner Hautfarbe sagen, weil ihr eben einen Job habt, wo ihr immer wieder im Fokus seid. Wisst ihr was? Hier rein, da raus, Entschuldigung, keine Vorfälle da gewesen, top so. Und jetzt geht es darum, genau in dieser Härte weiterzumachen. Du hast gerade gesagt, schwarze Schafe. Und du kennst das wohl. Unsere Polizei, ja, schwarze Schafe. Ja, aber du hast ja dann noch diese Anspielung gemacht, du kennst das, ein schwarzes Schaf zu sein. Ja. Also, eben hast du noch gesagt, in der U-Bahn und so ist es nicht so, aber woher kennst du das schwarze Schaf? Ich wurde schon mal von 3 Polizisten zusammengeschlagen am Essener Hauptbahnhof, deshalb auch an mein Auge. Du siehst einen Katja, die so frustriert waren, was ihren Job angeht und dachten, da ist auf jeden Fall ein Drogenhändler, der da ist. Mhm. Auto durchsuchen, pipapo und irgendwann gesagt, ist mal gut, ja, und dann hat es geknallt. Ja, so. Was will ich damit sagen? Was hat geknallt? Hast du den Polizisten geschlagen? Nein, die wollten natürlich, also ja, Schwitzkasten und Hände und ich bin Judoka, ja, 14 Jahre und war damals auch recht jung und fit und hab's mir nicht gefallen lassen. Da wären wir beim Punkt, alle Schwarzen sind Drogendealer. Genau so ist es. Also, was will ich damit sagen ist, wir werden es niemals schaffen in dieser Welt, dass Vorurteile, Rassismus oder sonst was verschwindet. Werden wir nicht schaffen, weil der Mensch von Natur aus auch viele, ja, ein Egomann ist, ja. Neid, Habgier herrscht, wird weiter in dieser Welt herrschen. Wenn wir aber bestimmte Themen nicht klar ansprechen, kommen wir nicht voran. Und wenn eine Polizei jetzt, die im Grunde genommen erstmal über Köln schlecht gemacht worden ist ohne Ende, der Polizeipräsident muss zurücktreten und die aber dann hingehen und sagen, hör mal, wir haben Racial Profiling betrieben, ja, und haben uns wirklich nur die rausgenommen, wo wir gesagt haben, der muss ja ein Flüchtling sein oder sonst was. Wie hätten die denn sonst arbeiten sollen? Ich bin nun mal schwarz, ich werde nicht weiß sein, ja. Und wenn es heißt, es wird gerade ein Verdächtiger gesucht, Schwarzafrikaner, Nafri, was ja für Nordafrikaner ja steht, ja, dann werden die Schwarze suchen und keinen Weißen. Aber da geht's doch los. Ich bin Deutsch, sagst du ja auch immer wieder. Ich würde mich da schon benachteiligt fühlen. Wenn du Nafri wärst? Nee, wenn ich als Nafri behandelt werden würde, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Aber wie soll die Polizei denn sonst denn die Richtigen finden? Polizeifunk, Achtung, wir suchen einen Mensch. Ja, nee, aber das war ja in Köln nicht der Fall. In Köln wurden ja alle, die so aussahen, erstmal aufgehalten. Die Polizei, alle, ausnahmslos. Die Polizei hat keine andere Angabe gehabt. Wie sollen die das denn machen? Die Polizei musste hingehen und erstmal die Leute aufhalten, von denen die Meinung sind, die könnten dazu passen. Wir haben nun mal Syrier, die ein bestimmtes Aussehen haben, die rübergekommen sind. Wir haben Marokkaner, die haben ein bestimmtes Aussehen. Wären da alles nur, jetzt wieder klischeehaft, ja, blond und blauäugig da gewesen, wäre die Polizei anders damit umgegangen. Ich bin ja ein gläubiger Christ. Und ich habe eine Vers, ist für mich das Wichtigste. Tue keinem das an, was du nicht möchtest, dass man dir antut. Dann brauchen wir keine Polizei mehr. Ja, gut, aber das verstehen die Menschen. Aber trotzdem ist das natürlich ein schwieriges Thema. Also ich meine, du fühlst dich überhaupt nicht, auch nach diesem Vorfall mit der Polizei und so weiter, bist du trotzdem noch so, dass du sagst, das ist richtig, dieses Racial Profiling und alles. Und Nelson Mandela wird gefeiert. Was hat er getan, nachdem er jahrelang im Gefängnis gesessen hat? Er kam raus und hat nicht gesagt, kill all the white men, sondern der hat gesagt, wir müssen miteinander reden, wir müssen die Vergangenheit vergessen, wir müssen die Schmerzen, die Wunden, die da sind, heilen und in einer besseren Zukunft. Der ist als Hero gestorben. Ja. Das ist richtig. Wenn wir mal zurückgehen auf diese Belgien- und Kongo-Problematik, da hat man ja gesagt, Belgien musste nie zahlen. Die zeige ich sowieso bald an. Sobald ich im Bundestag sitze, kommt meine Anzeige. Ja, nee, da war ja so, da hat sie ja gesagt, das wurde nie zurückgezahlt. Genau. Ist es dann nicht verständlich, dass Menschen aus dem Kongo und so weiter, die ausgebeutet worden sind und wenn man das historisch auch betrachtet, deren Ressourcen und so weiter genommen worden sind, dann hierher kommen und auch ein normales Leben haben wollen? Definitiv. Das Problem Afrika, und wir reden immer von Ursachenbekämpfung. Unsere Politik könnte die Ursachen weltweit innerhalb von 3 Monaten lösen. Das ist aber nicht gewollt, denn billige Rohstoffe bedeutet ein iPhone für dich und für mich, der bezahlbar ist, und die da oben verdienen Geld. Es geht immer nur um Rohstoffe und Geld. Ja, das ist auch dieselbe Problematik. Trennung Russland und Deutschland, was soll der Blödsinn? Ja gut, aber man kann jetzt natürlich auch sagen, gerade in Afrika sind ja auch Menschen dann in gewissen Positionen, die das genauso wollen. Definitiv. Es gibt ja auch genug Hilfen und so weiter nach Afrika. Deswegen bin ich immer, ich sehe dieses Ursachenbekämpfung, sehe ich immer problematisch, weil ich glaube, das Geld kommt nicht an. Nein, kommt auch nicht an. Also, wenn man Afrika helfen will,
dann darf man keine Entwicklungshilfe der Regierung geben, weil ein Kabila wie im Kongo jetzt, der bereichert sich. Das sind Menschen, die sind nicht an das Leben der Menschen interessiert, sondern die wollen sich bereichern. Das weiß unsere Regierung und trotzdem machen die so weiter. Also brauchen die sich nicht zu wundern, wenn kleine schwarze Männer und Frauen Boote steigen und sagen, und wir kommen zu euch. Ja. Richtig. Was willst du denn dann machen? Das, also deswegen ist das doch ein Verständnis. Wir sind gefragt. Ja. Die Bevölkerung ist gefragt. Wir müssen sagen, ihr macht einen scheiß Job und das darf so nicht mehr weitergehen. Weil von denen da oben können wir das nicht erwarten. Ja. Eine Veränderung kann nur stattfinden durch direkte Demokratie aus der Bevölkerung heraus. Aber ich meine, direkte Demokratie aus der Bevölkerung, meinst du nicht, dass die Menschen sind leicht manipulierbar? Hat das die Geschichte nicht oft genug gezeigt? Zeigt das nicht auch die aktuelle, wenn man, ich meine, es ist leider so, aber leere Worthülsen begeistern Menschen. Sind unsere Politiker nicht manipulierbar durch Lobbyismus und Konzernbusiness, Vetternwirtschaft? Mit Sicherheit. Warum sind wir heute da, wo wir sind? Weil die Bürger alle das so haben wollten? Nein. Es gibt Menschen, die manipulierbar sind, aber in der Zeit, in der wir leben, sind die Menschen erwacht. Und die große Backpfeife kommt noch auf uns alle zu. Das wird noch spannend. Was denn, welche Backpfeife? Wir sind noch lange nicht fertig. Womit nicht? Wer also glaubt, dass nach den Bundestagswahlen alles gut wird und keine Flüchtlinge mehr kommen, der träumt. Es wird noch mal richtig knallen. Ja, und was ist das Problem, wenn sie kommen? Das Problem, warum sie kommen? Nee, was ist das Problem, wenn sie kommen? Was passiert, wenn sie kommen? Wenn diese Menschen natürlich vermehrt nach Deutschland kommen, wird der Deutsche das Gefühl immer mehr haben, es wird sich nicht um uns gekümmert. Es wird sich auch nicht um diese Leute gekümmert. Keiner verlässt freiwillig sein Land. Wer macht das denn schon? Ey, im Kongo ist schön warm, 30 Grad. Hier ist immer Winter, kalt, Regen. Will doch keiner. Ich könnte auf meinem Kokosnussbaum sitzen, Bananen essen, Mango, alles umsonst. Easy. Da oben brauchst du aber oben auf dem Baum. Ja, aber da oben brauchst du kein Wifi. Brauchst du da oben Wifi und Internet? Also, nö. Aber die Menschen sind glücklich. Die gehen, weil die keine Möglichkeit haben. Und dafür gibt es eine Lösung. Welche? Die Politik muss verstehen, dass Politik den Menschen dienen soll. Zum Guten. Warum verkaufen wir Waffen in Deutschland? Warum machen wir das? Für wen? Wir sind die Bundesregierung, wir mischen uns nicht ein. Saudi-Arabien, aller Terroristenunterstützung, aber Milliarden-Business. Trumpy genauso. Das ist Bullshit. Das ist Muppet-Show. Und das haben die Menschen durch. Und deshalb gibt es jetzt auch eine AfD, ja, ob man die gut findet oder nicht, weil die Leute gesagt haben, wartet mal ab. Und die AfD wird sich dafür einsetzen, dass keine Waffen mehr nach Saudi-Arabien exportieren? Ich habe immer mehr das Gefühl, dass AfD selbst auch eine Systempartei ist. Wenn man ja sieht, jetzt ist die Petri weg, dann ist der weg. Es geht um Big Business, denn man weiß auch, dass die AfD ja Gelder aus der Schweiz bekommen hat von Agentur, wo man bis heute man nicht weiß, nicht, woher es kommt. Ja? Genau. So, und, aber auch dann, also 4 Jahre ist so lange wieder auch nicht. Wenn die nicht das einhalten, was sie versprechen, sind die auch vom Fenster. Und dann kommt das ja schon. Was mich immer sehr wundert, wir haben ja auch viele Zuschauer, die tatsächlich die AfD wählen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Wie du eben gesagt hast, das ist eine demokratische, zumindest nach demokratischen Mitteln legitimiert und ja, man darf sie wählen. Aber was mich wundert, unsere Zuschauer sind extrem kritisch mit allem. Also wirklich, sie wittern hinter jedem, wirklich, sie suchen richtig. Und das finde ich super. Aber bei einer AfD scheinen die Augen völlig zu sein. Zum Beispiel, dass eine Alice Weidel eine Bankerin war bei wo Goldman war's? Sachs. Goldman Sachs. Ja. Also wenn der und in der Schweiz lebt, stell dir mal vor, Martin Schulz wäre vorher Banker bei Goldman Sachs gewesen. Was meinst du, wie die Leute, die jetzt die AfD wählen, das dem richtig vor den Karren hauen würden? Warum passiert das? Warum macht man die Augen zu, wenn es um die AfD geht? Also auch nicht nur das, auch zum Beispiel der Petri-Ausstieg. Und dann gerne, aber Petri, warum ist sie nicht vor den Bundestagswahlen ausgetreten? Das ist alles abgesprochen. Natürlich. Das ist alles abgesprochen. Das ist die will jetzt irgendwie die blaue Partei gründen, ja, und so weiter. Und vor allem sitzt sie jetzt im Bundestag. Das heißt, sie kriegt die Gelder, die sie vorher nicht bekommen hätte. Definitiv. Aber das wird ausgeschaltet. Ich kann es aber verstehen, warum. Warum? Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass die Regierung, die sie über 4, 5, 10 Jahre gewählt haben, sich nicht um die eigenen Leute kümmert, wie Trump immer sagt, America first, dann ist ihnen auch egal, wer dann kommt. Die wollen jemanden haben, der sie rächt. Und dann ist es diesen Menschen egal und genau das passiert. Sind wir da dann nicht wieder dabei, dass eine direkte Demokratie sehr gefährlich werden würde, wenn es nur noch um Rache und Zahn um Zahn geht? Also man darf ja eine Sache nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass AfD ist nicht Deutschland.
Ja, es haben auch Millionen Menschen auf AfD geschissen. Ich meine, 12,6% ja, ist jetzt nicht die Welt. Genau, ja, für eine Erstpartei natürlich genau, gut. Von 61,5 Millionen Wahlberechtigte, AfD ist nicht Deutschland. Und AfD kann auch so wieder weg sein. Der Großteil der Deutschen möchte keine Spaltung. Der Großteil der Menschen, die hier leben, wollen ein friedliches Miteinander. Die wollen eine Lösung für Afrika und andere Kontinente. Die möchten die Ursachen bekämpfen. Unsere Politik muss aber nur besser zuhören. Weil das sagen die Menschen ja. Und warum, ich meine, das sind ja jetzt vernünftige Ansichten, die du hast. Ich bin doch vernünftig. Aber warum giltst du denn dann so als der Harte? Oder warum hast du denn dann so manchmal so radikale Reden? Was ist denn da los mit dir? Dann hast du so zwei Persönlichkeiten oder was? Also ich weiß nicht, man hat mir schon mal gesagt, ich bin ein bisschen verrückt. Da glaube ich, das stimmt schon. Ja, also als Kind aus dem Bett gefallen, nein. Ich sag mal so, was heißt denn radikale Ansichten? Weißt du, wenn du die Menschen manchmal mit Vernunft nicht erreichen kannst, worum geht es denn? Was braucht ein Mensch? Jeder Mensch braucht Liebe und Zuneigung. Jeder. Wir werden alle geboren und brauchen die Brust unserer Mutter, Wärme und Liebe. Wir wachsen irgendwann mal auf und wir werden zu Unmenschen. Warum? Weil die Menschen einfach nicht zuhören wollen. Wir müssen miteinander. Und wenn ich merke, dass die vernünftige Botschaft es keinen interessiert, da siehst du auch an die Klicks, ja, dann muss der Hammer raus. Aber der Hammer bringt dir was? Ich meine, wenn du den Hammer bringst, also quasi das bringst, was die Menschen hören wollen, dann bestätigst du sie doch nur in ihrer Meinung. Nee, ich bringe ja nicht das, was die Menschen hören wollen, sondern ich bringe ja das, was die Menschen... Wenn du denen sagst, wir brauchen unser Deutschland wieder und seid wieder stolz mit Deutschlandflagge. Ich nenne dir ein Beispiel. Meinst du, dass wir in Kongo 10 Millionen Deutsche haben wollen, die im Grunde genommen sagen, wir sind das zweite Südafrika? Meinst du, wir haben da Bock drauf? Nö. Der Kongolese sagt auch, hör mal, das wird aber langsam mal ein bisschen viel hier. Ich sehe überall nur Weiße. Das ist normal. Siehst das doch in der Natur. Ja, tu mal in einem Löwenrudel, ja, der besteht, und bring mal einen Löwen von außen rein. Was passiert? Das ist in unseren Genen. Der Mensch bekommt Angst, wenn zu viel Fremdes in seiner Nähe kommt. Das ist normal. Das werden wir nie ändern. Ja gut, aber der Unterschied ist natürlich, der Löwe handelt dann mit seinem Instinkt. Wir Menschen haben ja Gott sei Dank den Verstand, um einordnen zu können, dass es einem Land auch durchaus sehr gut tun kann. Ich meine, uns geht's verhältnismäßig. Du bist für Multikulti. Du willst ein Mischmasch. Ich sehe das schon. Ich bin nicht für Multikulti. Du willst Deutschland abschaffen, ne? Ja, genau. Siehst du? Also bist du doch so ein Linksversifter. Schaff ich Deutschland ab, indem ich, weißt du, ich nee, ich ja, aber du klingst gerade wie so ein Linksversifter, sagen die Leute immer. Nein, weißt du, wie ich klinge? Du hast bestimmt auch AfD gewählt. Weißt du, wie ich klinge? Was denn, wie denn? Ich klinge wie ein Typ, der hier für Deutschland sein Zivi gemacht hat, der hier seine Steuern bezahlt, der hier integriert ist, der Deutsch spricht, aber trotzdem diskriminiert wird. Ich sehe das genauso wie du. Ich bin ein Deutscher, ich liebe dieses Land. Ja. Allerdings glaube ich, dass solche Geschichten wie die AfD auch unser Leben erschweren. Gleichzeitig ist es so, jedes Mal, wenn in den Nachrichten was ist, wo man sieht, ein Flüchtling hat vergewaltigt, kriminell, was auch immer, mein erster Gedanke ist wieder, scheiße, wenn du jetzt wieder, was weiß ich, in der Bahn sitzt, wenn du in der Disco bist, was auch immer, scheiße, weil sich das auf mein Leben auch auswirkt. Das heißt, ich bin sehr an einer Lösung interessiert, aber ich glaube nicht, dass diese Lösung... Jetzt hast du gerade erklärt, warum es Serge Wenger gibt. Mir ging es nämlich genauso zu den Silvestervorfällen. Da habe ich auch gedacht, scheiße, wenn du auf der Straße gehst, gibt es einige Menschen, die nicht nachdenken, sagen, guck mal, da ist auch wieder einer. Und das ist Serge Wenger. Ja. Wir sind beide auf derselben Welle. Ich durfte nur in Deutschland bleiben, weil eine deutsche Familie mich im Grunde genommen als Pflegekind aufgenommen hat. Genau. Ja? Aber ich würde trotzdem nicht auf einer AfD-Veranstaltung eine Rede halten. Da sind wir verschieden. Weil ich das Gefühl hätte, dass die AfD mich dann benutzt und instrumentalisiert. Hast du dir die Rede angehört? Ja. Ja, und was habe ich da gesagt? Du hast deine Rede war okay, aber trotzdem glaube ich nicht, dass du das Problem warst, sondern ich glaube, dass die AfD dich benutzt hat. Sehe ich anders, denn die AfD hätte mich nur dann benutzt, wenn ich da hingegangen wäre, Grenzen zu, keine Flüchtlinge mehr. Ich habe Liebe gepredigt. Ich habe gesagt, Leute, ich möchte nicht, dass mein muslimischer Bruder als Islamist dargestellt wird. Ich möchte nicht, dass Afrikaner hier hinkommen, weil sie in ihrem Land nicht klarkommen. Hundertprozentig, aber ja. Da hast du auch, ja, weißt du, was das Problem ist? Mhm. Dass das nicht gehört wird. Weil die Menschen es nicht hören wollen. Die sehen AfD und da kann nur Scheiße darum. Ist falsch. Wir werden den Menschen nicht gerecht. Genau, hast du ja recht. Und das ist ja aber dann aufgrund dessen, ich könnte man doch taktisch überlegen und ich sagen, mach man den geht Vorschlag. Nicht hin. Wir geben alle AfD-Wähler ein blaues Hemd, ja, schieben die so wie in Berlin eine Mauer, ja, lassen die woanders leben und wir sind alle glücklich. Ist das eine Lösung? Nein. Aber das hat ja. Wie willst du denn dann diese Mauer durchbrechen, wenn nicht durch den Dialog? Wie denn? Ich habe nicht gesagt, dass es schlimm ist, dass du
mit der AfD sprichst. Ich sage nur, wenn du auf einer AfD-Veranstaltung, sehe ich es kritisch. Die SPD hat mich nicht eingeladen, um nach meiner Meinung zu fragen. Die Grünen auch nicht. Ja. Und die AfD hat es aber getan. Respekt. Ja. Die wollten sich anhören, was der Schwarze zu sagen hat. Wollten sie sich anhören, was der Schwarze zu sagen hat? Oder haben sie gedacht, oh, da ist ein Schwarzer, der denkt so wie wir, also bringen wir ihn. Aber ich denke nicht so wie die. Weil aber es hat ja den Anschein gemacht, wenn man deine Videos sieht. Ja, aber weil die Menschen nicht zuhören. Und außerdem, wenn wir schon bei dem Punkt sind, die Geister, die ich rief, wer hat die AfD groß gemacht? Unsere eigenen Politiker, nicht wir aus der Bevölkerung. Wenn du hast eine Frau? Ja. Wenn die Ehe immer zu dir sagt, eines Tages werde ich dich verlassen, eines Tages werde ich dich verlassen. Und du hörst nicht, was macht sie eines Tages? Sie verlässt dich. Und das hat die Bevölkerung mit unseren etablierten Parteien gemacht. Gut, aber vielleicht ja eine Beziehung, die man noch retten kann. Definitiv. Ja. Definitiv. Vielleicht kommt man ja wieder und dann, also ist die AfD die Affäre der Menschen quasi. Richtig. Okay, aber so eine, man sagt ja aber immer die eine muss Beziehung, jetzt auch liefern, ne? Ja, ja, das ist es ja. Man sagt ja immer, so eine Affäre funktioniert, aber wenn man dann rausgeht, geht es in die Brüche dann, ne? In der Beziehung. Aber manchmal funktioniert es trotzdem. Aber gut, mit diesen Worten würde ich sagen, gehen wir raus aus der Sendung. Sergej, vielen Sergej Dank, Kosovo, dass du da warst. Früher ein Judoka, genau. Ja, hast du noch was zu sagen? Möchtest du mich was fragen? Hast du noch irgendwas, was du den Danke, danke für die Einladung, Leute. Bleibt kritisch, kritisiert auch mich. Ja, Spaltung ist nicht gewollt. Es geht um den Dialog, es geht um Deutschland. Ich bin stolz, Afrodeutscher zu sein. Und da solltet ihr auch sein. Die Geschichte nicht vergessen, Stigmatisierung. Ade. Sollten die anderen auf Afrodeutsche sein? Jetzt sind wir wieder bei Multikulti. Ja, aber ich habe extra Afrodeutscher gesagt, damit es klar ist, dass ich meine Heimat nicht vergesse. Nee, aber du hast gesagt, ihr solltet auch also du hast gesagt, ich bin Afrodeutscher, das solltet ihr auch sein. Nein, die sollten stolz auf euch sein. Also die Bio-Deutschen. Ihr Bio-Deutschen sollt stolz auf euch sein. So okay, ja gut, alles klar. Aber sie sollen, dann bleiben, okay, ja gut, alles klar. Wir verstehen uns. Ja, alles klar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, ciao.